Willkommen zurück zu dem Spiel, welches uns hier viel Nerven kostet. Das ist nämlich Rising World. Wir sind dabei, hier immer noch ein bisschen dekorativ uns zu, ja, zu tätigen, also uns ein bisschen kreativ auszulassen. Und beim letzten Mal haben wir hier angefangen mit den ganzen schönen Sachen. So, sollte genau passen. Ja, ja. Geil, auch mit dem Abstand passt. Wunderbar. Klar, dahinter könnte sich jetzt Schimmel bilden. Ich kenne mich dabei ja aus, aber egal. Das sieht richtig cool aus, finde ich. Doch, hat was. Das hat was, hat was, hat was. So, jetzt möchte ich aber mal, im Vergleich zu den anderen Räumen, möchte ich jetzt hier was Spezielles haben als Decke. Ich habe es ja immer weiß genommen. Aber ich hätte gerne da so eine ganz andere Decke. So eine ganz, etwas, so minimal ein bisschen anders. Und da suche ich jetzt gerade mal so, was man da so nehmen kann. Marmorfliesen. Wenn es einfach nur eine Marmorfläche wäre, wäre es jetzt schöner. Metall sieht auch doof aus. Holzplanken. Wenn wir da jetzt so richtig schönes Laminat hätten, so holzdielenmäßig. Das wirkt zu erdrückend. Jo, das könnte man noch nehmen. Das sind hier diese Holzblöcke, diese Standardholzblöcke. Okay, das könnte... Ha. So eine Korkwand sieht auch doof aus. Dann mal so normale Marmorblöcke. Machen wir mal das mit der 155, komm. Machen wir mal die 55. Ja. War doch, glaube ich, die 55. Und gucken wir mal, wie das jetzt aussieht, wenn ich das jetzt als Decke da mache. Klar, es sieht aus wie Marmor. Da waren eigentlich so welche Styroporplatten eigentlich oben immer an der Decke. Aber hey, egal. Oh. So rum. Kein Problem. Auch das kriegen wir gehandelt. So. So. Und so. Oh, passt genau. Ja, doch. Doch, kann man so lassen. Kann man so lassen. Jetzt muss ich aber hier nochmal, sehe ich gerade, ein bisschen mit dem Weiß nacharbeiten. Und mit dem Grün. Das heißt, dann nehmen wir das hier nochmal weg. Die Jalousien. Wir müssen hier natürlich jetzt noch die Nacharbeit machen. So. Also erstmal jetzt hier kleiner werden. So. Hier auch kleiner werden. Hier ein bisschen größer. Ah, verdammt. Was mache ich denn da? Wie sieht denn das aus? Das darf ja jetzt gar nicht sein. Das war jetzt ganz total daneben. So. Und zwar muss ich jetzt hier da unten hin. Ja, du bist ein geiler Held. Genau so. So muss ich da hin. Weil da ja das Grün hinkommt. Und wenn ich dann das Grün wieder falsch mache. So. Und natürlich hier das Grün. Schön ist auch, dass er das jetzt speichert. Früher hat er das nie gespeichert. Da musste man alles immer nochmal wieder neu eingeben und so. Da gab es dann zum Glück Leute, die hatten dann irgendwelche Befehlszeilen. Ja. Das sieht doch... Ja. So, jetzt muss ich die Jalousien wieder aufhängen. Sonst fehlt da was. Kann ich hier das Raster benutzen? Ja, das kann ich benutzen. Ist halt nur die Frage, wie rum ist richtig rum? Und ich kann es drehen. Gucken wir mal. Ich platziere es jetzt mal so rum. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es so rum richtig ist. Es scheint richtig rum zu sein. Es wirkt richtig rum. Das Einzige, wo ich hier reingucke, ist bei Dark Link in sein Haus. Aber ansonsten, doch. Doch, ich würde sagen, das kann man so lassen. Das geht so. Ja, und nicht wundern, dass es hier so hell ist. Ich habe, das hier ist noch heller. Das ist dann mit L.
Und das ist ohne L. Das wirkt jetzt halt einfach so hell. Na, hier hätte ich doch noch einen anderen Fliesenspiegel setzen können. Muss ich nochmal gucken. Jetzt möchte ich die Marmorplatten hier nämlich auch noch gerne platzieren. Darum ging es mir nämlich hauptsächlich, wie das denn aussieht, weil wir ja tatsächlich hier sehr viel Marmor hatten. Oder diese Styroporplatten. Und das ist dann natürlich hier. Ja. So. Und hier breiten wir das Ganze natürlich auch noch aus. Das sollte passen. Aber ein bisschen größer. Ah, jetzt habe ich die falschen Platten genommen. Ich dachte mir gerade schon so, hä, das sieht doch genau gleich aus. Das müssten die richtigen sein, ne? Ja, das sind die richtigen. So. Weil die Steine, komischerweise, die sammeln, speichern nicht so viel Licht wie jetzt, die Holzbretter hier. Warum auch immer. Das kann uns wahrscheinlich nur der Programmierer erklären. Aber egal. Ah, hier muss ich sogar nochmal einen kleiner. So. Ja, und hier sehen wir schon wieder das gleiche Problem, was wir auch gerne immer wieder mal haben. So. Und ihr seht, es wird auf einmal hier drin wieder massig heller, dass ich wahrscheinlich bald gar kein Licht mehr brauche, weil die irgendwie so eine eigene Lichtart haben. Eigene Lichtkugel oder so. Lichtkegel. So. Aber egal, es wirkt halt wirklich. Es wirkt freundlicher. Und hier oben. Ja, die Küche muss ich dann auch irgendwann nochmal. Nein. Irgendwie neu machen. Ich weiß nur nicht wie. Vielleicht lasse ich ja den Herrn Seliger als Einrichtungsspezialist. Auch doof ausgedrückt. Wie komme ich jetzt auf Seliger? Keine Ahnung. Ich wollte jetzt irgendeinen Einrichtungsspezialisten sagen. Ich komme jetzt. Ich hatte jetzt gerade irgendwie so Seliger im Kopf, aber keine Ahnung. Sollen wir Schleichwerbung für irgendeine Firma machen, aber dann findet man gar keine. Echt. Toll. Product Placement total versaut. Super. Weil? Ich kenne keinen. Dann lass ich. Genau, die Tine Wittler. So, jetzt habe ich's. Nimm mal die Tine Wittler, die kommt dann her und baut mir dann hier einen schönen Schrank rein. So. Genau, das hier war dann eigentlich auch so, aber das kann man jetzt mal so lassen. Hier muss ich noch gucken mit den Fliesen. Da müsste ich jetzt eigentlich genau diese Fliesen haben und die müssten klein sein. Weil hier drüber habe ich jetzt natürlich nicht die Fliesen gelegt. Hier habe ich jetzt natürlich die großen Fliesen, ne? Hier hin muss auch noch ein Schrank. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das haben wir, das haben wir. Das haben wir, das haben wir. So, hier muss ich mir jetzt noch was einfallen lassen. Hier habe ich nämlich zum Beispiel auch noch keine Kante, kein gar nichts. Lassen wir das Zimmer mal außen vor. Ich höre draußen nur irgendwelche Grillen zirpen. Wie wirkt denn das jetzt von außen, wenn man jetzt hier reinguckt in die Zimmer? Ah, ich glaube, da muss ich noch so ein bisschen das. Das Fenster muss hier noch glasiger wirken. Noch milchiger. Muss man so ausdrücken. Da kann man immer noch durchgucken. Das ist doof. Fühle mich so beobachtet, wenn ich auf Toilette gehe oder duschen gehe. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier noch Glas habe. Habe ich hier noch Glas? Ist die Frage. Ist eine gute Frage. Die ich wahrscheinlich, so wie es aussieht, mit Nein beantworten kann. Nö, ich habe kein Glas. Das nehmen wir mal weg. Wupp. Da haben wir auch schon wieder Bretter drin. So, packen wir hier mal die Bretterchen hin. So. Kommen da die Setzlinge rein. Ganz einfach. Da kommen Tomatensetzling, Kopfsalat, Brokkolisetzling. Oh, da habe ich noch Tomaten zum Essen dann später. Halt du besser bei mir. Auch interessant, was hier alles reinpasst. So eine Werkbank passt hier eben mal locker rein. Kartoffel kann ich so essen. Ein Pappelsetzling. Setzling Kaktus. Muss ich auch noch die Kisten hinpacken, ne?
Baumstammweide, der muss auch noch rüber. Und das Erz muss auch rüber. Und das da auch. Haben wir mal wieder ein bisschen was zu sortieren oder was hier? Baumstämme. Baumstamm. So. Dann hier haben wir Holz. Dann haben wir hier. Zack, zack. Genau. Und das kann ich dann beschriften. Und sage dann, pass auf. Warum kann ich ihn darauf jetzt nicht schreiben? Jojo, erstellen. So. Gemüsesetzlinge. Wobei, kann auch nicht sein. Weil Erdbeer ist ja kein Gemüse. Das heißt, Gartensetzlinge. Genau, und wo ist das FFF da? Da haben wir die Bretter drin. Dann mache ich da mal Holzbretter rein. Schreiben wir hier dann die Holzbretter. Rot, das, das. Schön, da haben wir sogar noch welche. Zack. Wunderbar. Dann das, 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 das. Okay, dann nehmen wir das nochmal weg. Und dann möchte er jetzt wahrscheinlich irgendwo anders einen Namen haben. Nein, möchte er nicht. Farbiges Holz. Ja, so könnte man das machen. Oh, 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 oh. Er möchte, dass ich wieder was esse. Er möchte, dass ich was esse. Das sollte ich dann natürlich auch sofort umsetzen. Nom, 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 nom. Nom, nom. Nom, nom. So. Gut. Das haben wir. Was wollte ich denn jetzt? Ich war jetzt irgendwo gerade und wollte was machen. Ich war jetzt gerade irgendwo und wollte irgendwas machen und habe es dann wieder komplett vergessen. Ach genau, Glas. Glas wollte ich. Glas wollte ich mir basteln. Glas, 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 Glas. Ich glaube, das haben wir. Glühlampen. Hallo? So. Ich glaube, hier haben wir Glas drin, ne? Oder was hier? Glasscheiben, da haben wir sie doch. Wir wollen sie milchig haben. 8 Stück. Sollte passen. Und dann nehmen wir die mal und platzieren die auch mal. So, die können wir dann auch schön da drin platzieren. Immer noch durchgucken. So, jetzt sollte es passen. Ja, jetzt sieht man hier nur durch milchig. Passt. So, das gleiche gilt natürlich auch für hier. Wobei, hier habe ich jetzt nochmal eine ganz andere Idee. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es funktioniert. Da möchte ich jetzt was anderes ausprobieren. Und zwar wartet... Ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob es geht. Erstmal brauchen wir noch eine Glasscheibe. Und wir brauchen eine normale Glasscheibe. Fensterrahmen brauche ich... Genau, von den 2 Stück. Die muss ich natürlich ein bisschen farblich anpassen. Wo sind sie denn, die richtige Farbe? Ich muss gerade mal gucken, ich glaube, die war das. Weil die kann man ja auch, glaube ich, in der Größe ändern. Sehe ich ja auch gleich erstmal. Genau. Kann ich ändern. Wunderbar. Ihr werdet gleich sehen, warum. Na komm. Ja. So. Ich sehe es leider nicht hundertprozentig. Genau, so muss es hin. Kommt das hin? Ja, das kommt hin. Das kommt hin. Wunderbar. Und jetzt hier.
Genau, ja, toll. Hier müssen es jetzt so. Verdammt. Egal, machen wir es so. Doch, genau so möchte ich es haben. 1, 2, 3, 4. 5. Und da oben kommt nämlich dann eine normale Fensterscheibe hin. So. Dass hier nämlich normal das Licht reinkommt. Ah, machen wir so. 4 Stück statt 5 und machen wir hier auch. Genau. 4 statt 5. So. So macht es nämlich mehr Sinn. So war es dann doch schon eher. Das hat sich auch nicht viel verändert. Nur, dass man jetzt hier oben halt noch durchgucken kann. Ja, doch. Das gefällt mir. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Rising World. Und ich sage, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.